Es ist ein Kampf ums Überleben hier draußen. Maschallah. Einfach der Hübsche, der Abdallah. Bitte, bitte. Kleiner Mero-Verschnitt. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Schon direkt vorab, ich möchte mich direkt entschuldigen, falls der Ton heute nicht optimal sein sollte. Das liegt daran, dass einfach der windigste Tag des Jahres heute ist und man ab und zu Angst hat, vom Motorrad runter zu fliegen. Also ist es gut möglich, dass ihr manchmal hört, dass es ein bisschen windig ist. Wie jetzt zum Beispiel. Wobei es halt hier in meinem Mundraum ziemlich windstill ist. Könnte also sein, dass da echt gar kein Wind hinkommt. Was ziemlich fresh wäre. Irgendwie wird es voll kalt an meinem linken Fuß und ich weiß nicht warum. Jo, die Schuhe sind ja auch schon heftig mitgenommen eigentlich. Da sollte ich vielleicht mal neue Schuhe besorgen. Digga, es wird richtig kalt am linken Bein. Warum? Warum ist es da so windig unten? Heute sind auch echt viele Bikes unterwegs, Mann. Natürlich sage ich das jetzt, wo kein einziges Bike zu sehen ist. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt echt super Wetter ist. Es ist richtig angenehm warm. Es ist schön windig. Es sind ein paar Wölkchen am Himmel. Genau perfekt. Boah, Digga, Mann. Es ist ein Kampf ums Überleben hier draußen. Nicht nur, dass einen die ganzen Autofahrer versuchen umzubringen. Nein, jetzt haben wir auch die Elemente gegen uns. Vor Wasser haben wir uns schon immer gefürchtet. Doch jetzt ist auch der Wind gegen uns. Womit haben wir das verdient? Womit? Wir fahren bewusst diese Route entlang, weil wir müssen wieder Augen küssen gehen. Schon lang waren wir nicht an diesem heiligen Ort. Doch heute werden wir wieder da sein. Mein Licht ist weird. Mein Fernlicht ist so ein bisschen an. Ich weiß aber nicht warum. Natürlich wird jetzt keine einzige Ampel mehr rot. Man kennt's. Weiß jetzt, wo ich eine rote Ampel brauche, ist alles grün. Jede Ampel ist grün, wenn ich einmal stehen bleiben muss, Mann. Die Frage ist jetzt, schaffe ich das noch schnell? Safe, Digga. Nee, die leuchtet nicht. Das sieht nur so aus. Ich weiß es nie, wo dieser Ort ist, Mann. Es ist hier. Ja, hier. Abdallah, fühl deine Augen geküsst. Maschallah, einfach der Hübsche, der Abdallah. Da ist er, der einzig wahre Abdallah. Geküsst seien seine Augen. Was war denn bei dem jetzt los? Der hat ja gar keine Zeit, Digga. Stadt ist voll. Okay, voll ist es jetzt nicht, aber es ist ja auch unter der Woche. Und es sind doch eigentlich noch Arbeitszeiten für die meisten. Ja, genau, lasst euch Zeit, Digga. Ja, wenn man schon wartet, kann man auch sauber machen, weißt? Verstehe ich voll und ganz den Herrn. Was macht... Digga, bist du... Junge. Da ist die G-Klasse. Ja, weißt jetzt, wo die Parkplätze weg sind, stellen wir uns einfach mitten auf den Bordstein. Carspotter sind da. Enttäuscht mich nicht wie beim letzten Mal, Carspotter. Hebt einfach die ganze Hand hoch, Digga. Alles klar. Ich sollte das auch mal machen. Ich sollte so richtig hysterisch einem Motorradfahrer zuwinken. Digga, der dreht noch um und wird mich fragen, ob alles okay bei mir ist. Bitte, bitte. Kleiner Mero-Verschnitt. Was ist das für ein Bus? Maschallah. Diesmal machen wir nicht den gleichen Fehler wie davor und fahren geradeaus. Digga, die Italiener haben keine Ahnung, wo sie hinwollen. No joke, Mann. Jetzt no racism, aber das ist doch nicht normal, oder? Und ich habe mir jetzt eine Sache gemerkt, ich fahre das Safe nicht mehr nach vorne entlang. Keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme, wenn ich hier fahre, aber ich fahre so. Darf ich hier nach links? Also nach links ist eine Sackgasse, das heißt nach rechts. Wo bin ich? Ich kenne mich nur hier aus, Digga. Was ist das hier, Mann? Wo bin ich? Wäre ich mal einfach in den Stau reingefahren, ne? Also die Gegend hier kommt mir bekannt vor. Das heißt nicht, dass ich weiß, wo ich bin. Ich habe das mal gesehen. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie es weitergeht. Und hier die Straße geht nach unten, wie man am Schild erkennen kann. Wow, wegen der Straße durfte ich jetzt nicht so fahren. So ein Dreck. Ich bin bei der Polizei angelangt. Das hilft mir halt null weiter. Kein Bock jetzt die Maschine anzumachen wegen ein bisschen. Eieiei, Kollege. Da hat uns aber erwischt, oder? Das sieht nicht so gut aus bei dir. Es ist dieser M1 nicht? Jo, sogar Alpina. Digga, Mann. Das Ding ist safe eine Million oder so wert und ich schaue es mir nicht mal an. Was war denn das? Oder war das der alte Achter? Ach, keine Ahnung, Digga. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich wieder bin. Das ist gut. Das ist schön. Das ist von Vorteil. Na, Maschallah, sitzt da schon drin, oder? Ja. Da sehe ich mich drin, Digga. Ja, ich weiß nicht. Jalla, Jungs, wir hauen rein.
passiert eh nichts mehr. Ich gehe jetzt essen, dann gehe ich nach Hause, dann gehe ich mich duschen. Ja, dann schaue ich mal, was ich den Rest des Tages mache. Ich sollte ein bisschen rumfahren, aber ich kann gerade echt nicht irgendwie. Außerdem müsste ich irgendwann mal tanken fahren. Aber hey, solange die Lampe nicht angeht, juckt mich nicht. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls es Ihnen gefallen hat, können Sie gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen und einen Kommentar schreiben, weil Algorithmus. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.